Herzlich willkommen, hier ist die weitere Folge hier zum Arsch. Wir machen jetzt weiter mit Strohpressen und zwar den Rest, das Nacharbeiten, das Gröbste nachholen, allergröbste. Das meiste ist ja gemacht worden, nur halt ein bisschen hier ein paar Ballen nachholen. Ich muss also so nachher auf die kleinen Fälle immer schwatten, weil ich da mit normalen Helfer gearbeitet habe. Das hieße, wo das heißt, dass wir da erstmal einmal einen Schwatter hinchecken müssen. Aber wir machen das mal hier fertig, dann können wir dann um das nächste Feld kümmern, um die 54. Das macht dann der Glas. Und dessen können wir hier schon mal, ja, gedanklich vorbereiten, was wir einsehen wollen hier, ne? Wir haben ja späten Sommer, das sieht noch nicht aus, aber im Herbst, was ja schon morgen kommt, sind wir dabei. Und da muss ich mal sehen, nach Getreide wäre ganz gut, Raps wäre ganz gut. Ein bisschen früher einsehen, nicht dass uns wieder der Raps so spät kommt wie jetzt. Also da kommt er eher sehr spät. Im Grunde haben wir Glück, dass trocken ist, Anführungszeichen. Sonst könnten wir nicht ernten, aber durch die Trockenheit haben wir ein bisschen Verluste. Könnte hier mal tricksen, dass es gehen würde. Deshalb haben wir zur Zeit 4000, man könnte bis 20.000 hochgehen. Das Ballenlager das auch macht. Selben Ballengröße, aber ich glaube eher nach Kubikmeter. Die Ballengröße ist völlig egal, aber der Transport ist ja besser. Also ich glaube vier nur einen Ballen schleppen müsste. Lass mal 4000 jetzt. Nur noch ein paar Meter haben es geschafft. Noch Stroh einsammeln und dann sehen wir auf 54. Das nächste größere Objekt. Aber vorher holen wir jetzt noch den Schwatter und machen auf den Feldern 24 und 25 ein bisschen Ordnung auf den. Und dann können wir dann gleich an der je ein Feld einen Traktor mit Ballenpresse der schicken. Mit dran denke und ein Feld rein beginnen mit Schwatten, dann ist ein bisschen besser. Von der Arbeitsweise her. Ich hatte ja ein kleinen, naja, Abschluss kann man nicht sagen. Ich konnte das Spiel plötzlich nicht mehr laden. Ich hatte im Prinzip die neue Kursplay-Version gezogen, so eine Art Entwicklungs-Dings da. Und das hat sie dann irgendwie nicht vertragen mit Kursplay. Ich kann den Grund nicht genau sagen, weiß ich nicht, kenne mich nicht so aus. Aber ich habe wieder die alte Version genommen und musste einige Spielstände hinten zurücknehmen und das zum Glück ist da hier ein Backup-System für Spieler, ne? Und dadurch so, das ist alles erstmal ein Ball noch
Den holen wir noch raus hier. 87, 90. Aber alles haben wir nicht nach, ne? Wir machen einen Ball noch raus und dann ist gut. Können wir mal reinschauen, ne? Das sind Gummibänder. Und hier sind Stahlrollen. So. Aus. Jetzt werden wir einen Schwatter holen. Jo. Mal gucken auf die Zeit. Ich will nicht betreiben, also. So, Schwatter, wo bist du? Hier irgendwo. Das ist er nicht. Hier werden nur die ganzen Dinger einsammeln hier. Schwatter, 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 hier ist er. So, das machen wir weg. Haben wir selber, ne? Dann können wir gleich die Felder programmieren. Also fangen wir gleich vorne an, bei der 24 und dann bei der 25 oder umgekehrt, je nachdem, welche Reihenfolge gerade jetzt kommt. Schöner Hopfen. Steht wie ein Wald hier. Ja, nochmal schönen Dank an Nummer 40. Wer immer du bist, bist willkommen. Wie gesagt, hier ist alles freiwillig, alles ohne Zwang, ohne Stress. Wenn jemand kommentieren möchte, ist okay. Und wenn nicht, ist auch okay. Wenn jemand Fragen hat oder ja, Ratschläge, natürlich, ist auch gerne gesehen. Wenn ich helfen kann, mache ich das. Ansonsten nehme ich auch gerne Hilfe an, ne? Und das ist Nummer 25, wo wir beginnen werden. Und wie gesagt, mal gucken, wir gleich programmieren. So. Da fahren wir erstmal den anderen runter, den Bruder. Sonst, nee, ne? Der ist noch nicht fertig. Junge, der ist noch nicht fertig. Der muss noch ein LKW kommen. Na, platschern. Ja, wenn der mit Kursbleche gespeichert hätte, dann wäre das gut gewesen. Aber das habe ich nicht. Und das ist dadurch Rest mit Helfer gemacht. Und beim Schwarten geht das 100%ig daneben. Ne? Also. Lauf mal, Junge, lauf. Soll Sport treiben normalerweise. Werde ich morgen ein bisschen machen. Vibrationsplatte. Im Stehen ein bisschen durchschütteln lassen. Aber nicht heute, heute ist spät. Der Nachbar folgt. Ob es hilft, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das ist mit dem Großen gerade zu langweilig, passiert nichts. So, da wo Gras ist, da werde ich auch was einsehen, denke ich mal. Das macht sich ganz gut. Da könnte man theoretisch Weizen einsehen. Die brauchen wir viel, ne? Mit Durst hier im Norden, ne? Brauerei und immer was zu trinken haben. Weiß ich, warum ich mit dem Traktor fahre, bin. Der LKW ist so instabil, in Anführungszeichen. Aber hierfür geht's. Das ist aber ganz komisch. Wenn der LKW leer ist, dann fährt er sich normal. Hat er ein bisschen was drinne? Ah ja, der.
müsste eigentlich die Folgen erhöhen, weil ich komme nicht voran. Aber so viel Zeit hat man ja gar nicht zum Schauen. Ah, da würde ich mich gehen. Muss man aber dazu sagen, wenn man eine doppelte an Folgen macht, dass man auch doppelt an Zeit braucht. Und zwar nicht nur mit ja, aufnehmen, das ist eine, man muss auch entsprechend bearbeiten, hochladen. Das alles dauert, kostet Zeit. So längst hupen können. Ja, gut. Dann kann ich den LKW runterfahren. Den fahren wir gleich runter. Können wir ja nicht gleich im Anschluss außerhalb beladen mit dem Drescher. Da können wir ja erstmal rechts hinstellen. Stellen wir hier so hin. Den wir eher nur links hinfahren, glaube ich. Können wir gleich programmieren und gleich speichern. So. Zwei. Beginnen auf. Feld rein. So, dann ist er fertig. Dann ersten Wegpunkt. Aber wir fahren mal runter, das ist hier ziemlich eng. Ich weiß nicht genau, wo er Stroh piekt übrigens, ne? Wer noch nicht kennt. So. Mal runter, dürfte klüger sein, wenn wir erst aushängen. Es geht zwar ohne, aber hier haben wir Platz. So. Hätten wir erst ausklappen müssen, ne? Sonst war es richtig gewesen. So, können wir gleich ein bisschen. Na, das war doch nichts. Dann haben wir. Da muss der LKW näher vorbeifahren. Dann geht das. Aber dann gleich mal schwatten. So. Warum macht er richtig? Verlass mich drauf. Na, Kontrollblick. So, eine Ballenpresse gleich. Dann noch ein Drescher. Mann.
Das artet ja an Arbeit aus hier. Aber alles gut, du. Wie ein Wiesel. Olympiade können wir teilnehmen. Aber so viel Stroh noch hier. Na gut, ist egal. Brauchst zwar für die Kühe viel Stroh und auch für Pelletsfabrik, aber ein Feld haben wir schon gekauft. Ich denke mal, mehr wird es nicht werden, aber zum nächsten Jahr bestimmt einige mehr, weil das ganze Bier, was wir nicht verkaufen können. Jetzt bauen wir hier Schönes hin, keine Ahnung. Aktuell Schafe wäre mal eine Option, ne? Ein kleinen Schafhof. Aber noch nicht. Konto sagt dann auch aktuell nicht. Ach, Zuckerwerk wollte ich mal bauen, ja. Und Zuckerrüben für nächstes Jahr einplanen. So immer einen Bäcker machen können. Jetzt so habe ich mal so einen Kopf, also Zuckerrüben, Fabrik mit Zucker, Zuckerfabrik und dann nachher Bäckerei. Dann brauchen wir noch Mehl, eine Mühle. Die Mühle hier, die heißt ja anders, glaub, Mehlfabrik. Aber mir ist wurscht, Hauptsache das Ding bringt Mehl raus, ne? So, dann müssen wir hier kurz Kurs kopieren oder wir laden ihn einfach hier. Löschen wir immer. Schwatten. Da. Mal sehen, wo er anfängt. Hauptsache, er fährt nicht da. Das ist komisch. Hilfe! Da wollen wir ganz kurz gucken hier. Also jetzt machen wir auf Null. Verband spinnt ein bisschen. Keine Ahnung warum. So. Und schon läuft das. Hier ist mehr Stroh. Schon besser gedüngt gewesen hier. Viel mehr Stroh. Okay. Das wird das. So, liebe Schauer, das soll es dann vorher gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Also, tschüss. Und winke winke, ciao ciao, bis dann, tschüss.